Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind leicht falsch. Wobei, kann man denn falsch sein, wenn man bei den Zügen ist? Eigentlich nicht, aber wir müssen unsere Busfahrt natürlich noch fertig machen. Was heißt müssen? Huch, falscher Knopf. Moment, hier unten war's. Was ist nur los? Moment, Cam? Was ist denn jetzt kaputt? Normalerweise sitzt man doch drin. Drücke ich falsch? Nein, ich drücke doch richtig. Das hier ist die Trainfieber, gedenk an sich. Zack. Jetzt hat es die Kamera geschreddert. Wie geht das denn? Kann mir das mal einer erklären? Irgendwie, wir sitzen nicht mehr da, wo wir vorher saßen, sondern jetzt sitzen wir hier hinten. Das ist ja ganz merkwürdig. Wie sieht es bei dem aus? Da passt's. Warum passt das bei meinem Bus nicht mehr? Moment. Mal neu laden das Ganze im Sinne von... Aha, jetzt geht's. Das ist ja ganz interessant. Ich habe nicht falsch geklickt. Nein, nein, nein. Nicht in die Kommentare schreiben. Heißt, du musst richtig klicken. Das war ein kurzzeitiger Bug, habe ich das Gefühl. Aber egal, jetzt hier die letzten Meter, die wir mit dem Bus zurücklegen, die wollen wir natürlich noch genießen. Es geht nach Ehrenberg, die Stadt der vielen Brücken. Man sieht sie eh schon von hier aus da oben. War jetzt aber trotzdem komisch. Plötzlich ist man irgendwie in der Trainfieber. Gedenkansicht in so einer halben. Naja, Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Egal, jetzt sitzen wir wieder richtig. Wir sind angeschnallt und begeben uns hier Richtung Ehrenberg. Und ja, sieht doch nett aus hier mit den vielen Zügen. Da über die Brücke, da hinten Doppeltraktion. Und hier biegt auch gleich nochmal ein anderer ein in den Güterbahnhof. Da unten ist auch noch einer. Ja, genauso wie es sich gehört. Jetzt fahren wir, glaube ich, ein Stückchen an der Stadt vorbei. Ja, und kaum sage ich es, fahren wir raus. Sehe ich das richtig? Nein, wir wechseln die Spur. Eben, es geht ein bisschen an der Stadt vorbei. In dieses Tunnel rein, da hinten kommen wir dann gleich wieder raus. Das sieht man ja, das ist ein relativ kurzes Tunnel. Dafür ein schön huggeliges. ja, und dann geht es im Prinzip ein bisschen in die Stadt zurück. Dann, hui, das ist hier aber doch knapp bemessen. Man ist dann mit der Rübe doch relativ nah an der Decke. Das würde mich beunruhigen als Busfahrer. Da bräuchte es eigentlich bei dem Tunnel oben so ein Schild von wegen. Nicht höher als dies und das erlaubt. So, gehen wir hier raus. Nein, da unten ist die Brücke. Okay. Was war das denn jetzt komisches? Das muss ich nochmal kurz gucken. Hat da die KI schon wieder gebaut an die Autobahn ran? Sehe ich das richtig? Wir haben doch da erst gerade letztens mal noch was abgerissen, ein paar Bäume gepflanzt. Ich schaue gleich mal. Aber erst düsen wir jetzt mal zu unserem zu unserer Bushaltestelle. Denn das sollte eigentlich auch noch relativ gut aussehen. Das führt uns jetzt hier ein bisschen durch die Stadt durch. Also durch wohin durch? Laut der Anzeige da, laut dem Schild. Führt uns aber dann schön... oberhalb des Güterbahnhofs lang. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Wenn wir jetzt hier zurückfahren, sehe ich ja vielleicht von hier aus schon, was da auf der rechten Seite bei der Autobahn wieder ist. Dann werden wir es gleich sehen. Und sonst düsen wir halt zurück. Ja, das ist schon wieder irgendwie so eine selber gebaute Einfahrt. Da werden wir nachher nochmal kurz gucken. Wir haben noch ein paar Bäume übrig. Die stellen wir dann einfach hier in den Weg rein. Aber jetzt erstmal schauen, wie das so aussieht, wenn man da oberhalb des Güterbahnhofs unterwegs ist. Müsste eigentlich eine nette Sicht sein. Wenn wir denn, ja, die Kamera halbwegs so haben, dass man eben was sieht. Das ist immer so ein bisschen die Sache. Da sind gerade noch die LKWs unterwegs. Die fahren unten durch beim Güterbahnhof. Und wir eben oben, während da hinten der IC noch lang fährt. Jetzt werden wir hier rechts fahren, nehme ich an. Na? Ja, ich und meine Pfadfinderkenntnis. Okay, ich gebe mich geschlagen. Wir fahren hier hoch. Der Zug ist aber schon durch, das heißt, wir haben freie Fahrt. Ist halt schon einfach eine interessante Perspektive. Man hat die Stadt so halt noch nie gesehen. Wir haben alle Städte noch nie aus dieser Perspektive gesehen. Deswegen muss ich sagen, ich finde diese Busfahrt etwas vom Besten, was wir seit langem gemacht haben, weil es ist einfach eine neue Ansicht auf das, was man kennt. Seit x Folgen, aber eben so doch nicht kennt, weil man eben so weit unten sozusagen und auf der Straße unterwegs eh noch nie war. Müssen wir dringend wiederholen. Gerne, wie gesagt, wenn wir dann ein paar frei platzierbare Stadtgebäude zusätzlich noch installiert haben, ich ohne Ansage. Cool, diese Atmosphäre, die das gleich wieder gibt. Und hier natürlich auch ein Kran. Ja, weil die haben gehört, hier kommen Busse, hier noch ein Kran. Cool, dann bauen sie hier nämlich auch noch mal ein Stückchen an. Okay, und hier ist unsere Haltestelle. Das heißt, von hier aus geht es wieder zurück.
Und so viel hat man jetzt eigentlich nicht gesehen von diesem Bahnhof. Wir müssten halt den Kopf drehen können. Es ist einmal mehr das gleiche Problem, wenn man so will. Schon cooler Bahnhof hier halt mit den Containern etc. Gefällt mir sehr gut. So, jetzt schauen wir mal schnell hier hinten. Wo haben sie denn jetzt hier wieder was hingebaut? Hier die Brücke. Ach nee, das hat tatsächlich seine Richtigkeit. Aber hier, das ist natürlich falsch. Das hat mich verwirrt, weil hier hat die Leitplanke gefehlt und da dachte ich, da sei die Ausfahrt. Denkste, da ist keine Ausfahrt. Man reiche mir meine Kollisionsbäumchen. Jawohl. So, einfach hier mal so einen Riegel runterziehen. Ich hätte jetzt natürlich auch wieder diese Schallschutzwände nehmen können. Das wäre auch eine Idee gewesen. Aber wir sind hier außerhalb der Stadt. Da macht es nicht viel Sinn, meiner Meinung nach. Zudem, eben, teilweise habe ich das Gefühl, die Teile führen zum Absturz. Also wir hatten das schon, dass ich da an den Zäunen rumgebastelt habe. Und dann ist mir das Spiel abgestürzt. Und das ist halt dann einfach nicht so wirklich prickelnd. Logischerweise, weil die Startzeit des Spiels auch hier bei diesem doch relativ fetten Computer mit SSD und so weiter, ja, dauert 5 Minuten. Müssten das schon etwas sein, so geschätzt. Vielleicht hier noch ein Bäumchen? Nein, geht nicht. Kollision. Gut. Okay. Jetzt, einerseits möchte ich jetzt eigentlich diese, Häuser hinstellen. Andererseits würde ich gerne auch noch was mit einem Zug machen. Nämlich nochmal gucken wegen Waren. Wobei, wisst ihr, was mir gerade einfällt, was eigentlich schon länger auf der Agenda steht? Wir müssen nach Stuttgart. Waren wir auch schon länger nicht mehr. Denn hier wollten wir einen Ringlokschuppen hinstellen. Und das würde ich jetzt glatt mal machen. Hast du ein Fahrzeugersatz? Nein. Wer bist du denn? Direkt Stuttgart-Oberböser. Ich muss die Fahrzeugersätze wieder mal machen. Merkt man's? Habe ich jetzt vielleicht 10 Folgen nicht mehr. Wir haben aber in der Zwischenzeit natürlich schon wieder so viele Züge hier installiert, dass das wieder ein ordentliches Stück Arbeit gibt. Ach schön, Stuttgart ist halt schon auch einfach nur nett. Hier sind schon auch so viele Züge unterwegs, dass man die Stadt einfach lieb haben muss. Ah, guck mal dieses Bild hier. Das ist doch wunderbar. Da brauchen wir dann halt auch noch irgendwie Bemalung, Bäume und so weiter. Noch ein paar Gebäude werden wir machen. Jetzt würde ich aber sagen, lasst uns hier doch mal diesen Ringlokschuppen installieren. Dann haben wir das. Sonst sagen wir das jedes Mal, wenn wir hier sind, dass der hier hingehören würde. Und machen es eben nicht. Jetzt ist die Frage. Wo war der Ringlokschuppen? Der war ziemlich sicher hier bei den Depots. Und die Depot, beziehungsweise der Ringlokschuppen, das ist ein Bahnhof, beziehungsweise eine Spitzkehre, wenn man es genau nimmt. Das heißt, wir können hier wieder ein paar Züge raufstellen. Jetzt muss ich hier noch mal gucken, wie das genau funktioniert. Hatte ich schon lange nicht mehr an der Angel. Machen wir das mal so. Das sieht nicht schlecht aus. Was haben wir hier? Number of Sheets. Okay, das sind die Dächer. Alles klar, geht es ja noch weiter runter? Nein. Machen wir mal 8. Dann haben wir 3 freiliegende. Okay, und jetzt müssen wir das, was haben wir denn, noch ein bisschen runter machen? Ich würde sagen, ja, Moment, wir machen mal. Wie sieht es denn aus, wenn wir nur das Maximum haben? Dann sieht es so aus. Jetzt drehen wir den noch ein bisschen, damit die Gleise nach vorne gucken. Wir müssen mit denen dann ja irgendwo hin. Nicht mit allen, aber mit vielen. Deswegen müssen wir noch mal ein bisschen drehen. Am besten wird es halt aussehen, wenn er so irgendwie mittig wäre. Moment, ich nehme mal noch mal welche weg. Ja, so gefällt es mir eigentlich fast besser. Okay, lasst uns den so hier hinstellen. Vielleicht noch ein anderes Gebäude nebenan dann. Das werden wir gucken und bemalen werden wir das Ganze natürlich auch. Ich denke mal, hier unten wäre Asphalt. Gar nicht mal so schlecht. So, Moment, falsch gedreht. Einmal raus. Ich habe die falsche Taste erwischt. So, jetzt passt's wieder. Hallöchen, herzlich willkommen in Stuttgart. Also, wir brauchen ein Gleis. Und jetzt soll uns aber das Gleis, muss uns tatsächlich zu einer Spitzkehre führen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Oder, wenn wir dich natürlich hier reinsetzen oder hier eine Weiche machen, dann führt das in den Bahnhof rein, ohne dass da jemals ein Zug reinfährt. Ich würde das so machen. Wir gehen hier mal raus, wenn es klappt. Moment, aber gerne mit dem Ding. Strom funktioniert nicht. Kann das sein? Ich glaube, das war genau. Und wir können den nicht umwandeln in Strom. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir können keine Elektrolok raufsetzen. Genau, jetzt habe ich es wieder. Weil da hatten wir beim letzten Mal tatsächlich das Problem, dass wir das versucht haben, es nicht ging und keiner wusste warum. Also ich wusste es zumindest relativ lange Zeit nicht. Gut, das wäre mal der Anschluss. Das müsste in der Theorie eigentlich funktionieren. Wir müssen im Prinzip einfach eine Linie erstellen.
Muss jetzt mal gucken, ob das tatsächlich so funktioniert. Ich glaube ja. Das wäre von hier, Zugdepot Stuttgart, hier hin. Das funktioniert dann und dann wäre das Fake Züge Depot. So, ein Riesenname. Stuttgart. Passt. Okay, und jetzt sollten wir eigentlich die Züge aus diesem Depot hier raufstellen können. Ich würde sagen, wir machen hier noch ein Signal hin, denn sonst blockieren die Züge je nachdem dann die Linie, die hier daherkommt. Hier brauchen wir kein Signal, weil die Züge fahren niemals da lang. Das ist eigentlich auch klar. Gut, brauchen wir sonst noch was? Irgendwie diese Gleise hier. Nee, da kommen Züge rauf. Und ansonsten, ja, bemalen halt das Ganze. Sollen wir das mal kurz bemalen, bevor wir da irgendwelche Züge raufsetzen? Ich denke, wir machen sozusagen das ganze Gebiet erstmal fertig. Das ist jetzt nicht direkt eine Bemalung, die ich hier habe. Sieht aber natürlich auch nett aus. Würde ich glatt mal hier hinstellen, wenn wir das Teil schon gerade an der Hand haben. Zack, okay. Den Rest lassen wir mal. Die Bemalung, die war hier. Und jetzt muss ich hier wieder gucken, wo genau. Habe ich letztes Mal die Bemalung gefunden oder muss ich da tatsächlich durch alle Dingens durch? Da haben wir noch Bahnhofsdächer, die sind neu. Wir müssen eigentlich theoretisch auch die Gebäude irgendwo sein. Oh, da haben wir sie schon. Okay, zu denen kommen wir demnächst. Ist hier die Bemalung drin? Wenn ich das mal wüsste. Das wäre schon hilfreich. Nein. Keine Bemalung. Hier haben wir nochmal. Oh, guck mal, das sind alles neue Gebäude. Das ist die Bemalung. Das ist aber die falsche Bemalung. Die andere ist nicht dahinter. Ich glaube, ich muss hier tatsächlich nochmal zum Gesamtdingens greifen. Und die Teile suchen. Wenn jemand jetzt gerade auf Anhieb weiß, wo die Bemalung ist, dann bitte sagt mir das doch. Schreibt das in die Kommentare. Dann weiß ich es beim nächsten Mal auch. Ich glaube, bei den Dekorationen, jetzt müsste man wissen, hier sind die Dekorationen. Kann das sein, dass ihr hier wart? Dann müsst ihr es nicht mehr in die Kommentare schreiben. Nee. Ja, hier geht es zwar noch weiter nach vorn. Ah, da sind sie doch. Wusste ich doch. Eben. Dekoration. Okay, müsst ihr nicht in die Kommentare schreiben. Hab's gefunden. Machen wir hier Asphalt? Ich würde sagen, ja. Wir machen hier außen Asphalt, weil mir ist der Gleisschotter zu ähnlich. Ich möchte hier im Prinzip einen Unterschied haben. Genau, nämlich so. Gerne ein bisschen größer. Dann müssen wir hier nicht stundenlang rumdoktern. Okay, hier außen rum. Nach hier hinten. Hier gerne auch noch. Alles, was irgendwie mit diesem Ringlockschuppen zu tun hat, gerne mit Asphalt bis nach hier unten. Da ist dann eh schon wieder eine andere Farbe tätig. Und man könnte sich natürlich auch überlegen, ich hoffe mal, ich male den Damm nicht an. Man könnte sich auch überlegen, dass wir hier noch eine Straße ziehen. Das könnte je nachdem auch noch relativ cool aussehen. Und hier diesen Zipfel möchte ich dann doch noch haben. Kann man das eigentlich wieder rückgängig machen? Ah, man kann es so machen. Okay, dann funktioniert es auch. Weil da wollte ich natürlich nicht unbedingt lang. Hier noch ein bisschen. Und jetzt dieser Streifen hier dazwischen, den würde ich eigentlich glatt auch noch mitnehmen. Gehört auch noch irgendwie dazu. Okay, irgendwie so plus minus. Und hier hinten, wenn wir doch jetzt gerade dran sind, wisst ihr was, dann machen wir jetzt hier nicht Strand, sondern diese Wiese noch schnell hin. Gerne noch ein bisschen größer, dann haben wir das nämlich wirklich ruckzuck. So, hier lang bis zur Brücke und den Rest lassen wir mal. Das sieht halt gleich ganz anders aus. Definitiv hier mit Asphalt und so weiter. Gefällt mir. Sollen wir noch was mit Gleisen machen, dass hier vielleicht noch ein, zwei Gleise weitergehen? Das würde ich mal machen. Die brauchen wir wahrscheinlich gar nicht, aber das kann nicht schaden, wenn wir hier nochmal irgendwie sowas in dem Stil haben. So, sieht einfach gleich wieder noch ein bisschen mehr nach Eisenbahn aus. Und ich hier noch mitnehmen und in die Richtung gehen. Von da kommt, das wäre doch auch noch was. Moment, mal gucken, ob das funktioniert, dass wir hier runterkommen. Ich dich hier nehme. Ja, das klappt eigentlich bestens. Dann machen wir das doch gleich mal. Stimmt das von der Ausrichtung her? Jawohl. Wir kommen gleich zum Thema Züge reinsetzen. Keine Angst. So, hier auch noch mal gerne. Ein zweites Dingens. Und mit einer Weiche, da muss ich ein bisschen runter. So, jetzt. Jetzt müsste eigentlich klappen. So. Hier lang da rein. Hier würde eigentlich relativ gut nochmal so eine Schenkerhalle hinpassen. Ich weiß nicht, ob sie von der Größe her hinpasst, aber von der Optik her würde das relativ gut aussehen, denke ich mal. Wir machen dich mal noch hier innen lang.
Und dann gehst du hier rein, wenn das funktioniert. Funktioniert eigentlich sogar. Nee, aber irgendwas, da stimmt irgendwas nicht. Nein! Wie sieht das denn aus? Nehmen wir wieder weg. Dann nehmen wir hier, wenn es irgendwie geht, würde ich einfach gerne die Weiche hier nochmal kappen. Das geht nicht, muss ich die ganze Schiene nochmal wegnehmen. Kein Drama. So, schon haben wir sie wieder dran. Hier hinten passt. Ach, da ist halt eine Weiche. Gehen wir halt doch hier rein. Das ist ja Schnuppe. Gut, das würde passen. Jetzt würde ich aber hier ganz gerne wirklich gucken, ob ich hier irgendwelche Schenkerhallen und so weiter unterbringen kann. Ob das vom Platz her und so weiter funktioniert. Ein paar so Kessel könnte man natürlich auch noch hinstellen. Ja, das müsste aber von der Größe her müsste eigentlich hinpassen. Das Ganze. Mal mit Steuerung. Vielleicht sogar so, dass das Ganze hier irgendwie überdacht ist. Okay, einmal. Gerne mehr als einmal. Da wäre das Ende. Zack. Und wenn hier noch ein drittes Teil hingeht, machen wir das glatt auch noch. Da vorne ist aber eine Kurve, deswegen wird das schwierig. Ne, dann lassen wir das bei den beiden. Oder belassen es bei den beiden. Hätte ich gerne hier noch so ein Teil. Einmal drehen. Kann man dich hier ans Gleis ranhängen? Jawohl, kann man. Zack, einmal. Und hier vorne. Zack, nochmal. Was haben wir noch an Gebäuden? Oder hier die Container. Das ist natürlich schon auch immer nett. Da, in die Teile habe ich mich ein bisschen verliebt, als wir sie da im Städtchen drin gebraucht haben. Auf Bordsteinbau, nein. Aber Terrangleichung, warum nicht? Das kann nicht schaden. Hier übereinander, dann haben wir eine richtige Wand. Hintereinander machen wir mal 8, damit das wirklich auch ein bisschen nach was aussieht, wenn man das schon so einfach machen kann. Früher, als es diese Mod nicht gab, da musste man die sozusagen alle einzeln stapeln. Da war man dann doch ein Weilchen damit beschäftigt. So, hier nochmal ein Teil und hier. Und das ist auch schön random, was da an Containern benutzt wird. Schaut mal, wie das jetzt schon aussieht nach so kurzer Zeit. Wir haben noch keine Züge drauf, nix. Herrlich. Man könnte hier natürlich auch ein Depot noch ranhängen. Dann könnte man hier auch noch Züge drauf machen. Wisst ihr was? Wenn ich es doch gerade sage, machen wir das doch gleich. Ein Depot. Ihr merkt schon, jetzt komme ich wieder in mein Bastelfieber rein. Und das ist halt einfach Transportfieber. Transportfieber ist basteln und Spaß haben. Hihi. So, wo ist mein Dingens? Hier ist es. Mein Dingens. Einmal drehen. Zack. Dann bräuchte ich dich gleich nochmal. Moment, beim Zug war das. Mal gucken, wo es überall ranpasst. Und jetzt dazwischen vielleicht auch noch. Nicht bei der Schiene, beim Zug. Jawohl, sehr schön. Dann haben wir hier Depots. Dann können wir die Züge eigentlich hier auch raufstellen. Das müsste eigentlich funktionieren. Dann würde ich aber vorschlagen, dass wir hier definitiv noch so ein altes Signal hinstellen. Zack. Und hier gerne auch nochmal. Einmal. Machen wir mal. Moment, ich muss mal gucken. Nicht, dass es da reinhängt. Hier ein bisschen vorgezogen. Okay. Einfach, weil es auch cool aussieht. Ja, und schon haben wir hier in diesem, guck mal, in diesem Kreisel drin, in der Kürze, was hingestellt, was eigentlich relativ vernünftig aussieht. Jetzt mache ich das, wie soll ich sagen, so wie es mir gerade einfällt. Weitere Sachen. Da brauche ich nur 4 Gleise. Das Teil haben wir auch schon. Ich glaube, irgendwo in der Nähe von Köln auf dem Güterbahnhof. Ein paar von den Türmen könnten natürlich nicht schaden. Vielleicht sogar hier unten. Oder eher hier. Würden hier fast besser aussehen, denke ich. Wir drehen dich mal. So, zack. Dann gerne noch einmal ein bisschen höher und vielleicht in einer anderen Farbe. Zack. Okay, jetzt wisst ihr, was noch fehlt, was ich gesagt habe? Im Prinzip eine Straße. Oh, nicht abstürzen. Ich mache mal kurz eine Sicherheitsspeicherung. Das sind so viele Mods, wenn sich da die eine mit der anderen nicht verträgt, Halleluja, dann ist der Spielstand weg. Eine Straße. Die Frage ist halt, wo soll man hier noch mit einer Straße lang? Ich hätte jetzt gern hier eigentlich in diesem Bereich, das mache ich jetzt gleich mal noch, wollte ich vorher eigentlich gerade machen, nicht bemalen, sondern, wo sind meine Bäumchen? Da sind sie doch. Ein paar Bäume hier hinstellen. So, egal welche. Einfach damit das hier ein bisschen grüner ist. Das dürfen jetzt auch ausnahmsweise mal die gleichen sein. Das ist egal. Das war mal ein ehemaliger Wald. Bevor die Bahnjungs hier gekommen sind. Und alles auseinandergenommen haben. So, dann haben wir hier ein paar Bäume. Dürfen wir hier gerne auch noch haben.
Und dann würde ich sagen, machen wir diesen Bahnhof doch soweit mal fertig. Dann haben wir mal einen. Dann haben wir den in Stuttgart fertig. Ungefähr plus minus so, wie wir ihn gerne haben würden. Hier vorne fehlen auch noch Bäume. Da werde ich aber andere nehmen, weil sonst haben wir tatsächlich hier im ganzen Bahnhofsgebiet die gleichen Bäume. Das ist dann auch wieder nicht schön. Hier finde ich es cool, weil hier passt es hin. Weil eben, das ist ein ehemaliger Wald. Die Bäume hat man stehen gelassen, den Rest hat man halt gekappt. Gut. Ich habe das Gefühl, kann das sein, dass jetzt die Performance schon wieder ein bisschen... Nein, das ist wahrscheinlich, weil das Fenster da offen war. Nee, das ist immer noch schön flüssig. Jetzt sagte ich gerade, wenn man zu viele Mods installiert, dass es dann vielleicht eben doch auch ein bisschen auf die Performance haut. Gut, ich möchte Lokomotiven haben. Wir nehmen zuerst mal dieses Depot hier und kaufen uns... Ja, wir kaufen natürlich jetzt halt nur Diesel und Dampf, weil elektrisch funktioniert, wie gesagt, nicht. Ich hätte gerne dich mal. Linie zuweisen. Fegzüge Depot Stuttgart. Den müssen wir dann natürlich anhalten. Da kommt er daher. Ich würde sagen, den halten wir auf der Drehscheibe an. Das sieht doch relativ nett aus, denke ich. Oder, nee, wisst ihr was? Wir nehmen den noch ein bisschen weiter nach vorne. Der soll hier irgendwo stehen. Das kann doch auch nicht schaden. Da hätte vielleicht sogar ein ganzer Güterzug eigentlich gereicht. Aber, ja. Was heißt gereicht? Hätte gut ausgesehen. So, aber auch eine einzelne Lokomotive sieht ja natürlich cool aus. Und die wartet hier, die wartet aber eher vor dem Signal. So, sehr schön. Mal gucken. Jawohl, gefällt mir. Okay, da muss der Kollege hier natürlich Geduld haben. Ich hoffe mal, das hat er auch. So, wenn wir jetzt hier ein Signal installieren, können wir nämlich den anderen Zug eben doch raufstellen. So, hier ein Signal. Können nochmal das Depot nehmen, kaufen uns eine weitere Diesellok, eine die eben cool aussieht, wenn sie da in der Mitte drauf steht. Ja, aussehen tun die natürlich alle cool, das sind alles coole Loks, das ist keine Frage. Warum nicht sie hier? Ist das nicht die Ludmilla? Deswegen sage ich sie. Wir kaufen dich mal. Okay, Linie zuweisen. Wo haben wir hier? Fegzüge Depot Stuttgart. Okay, und dich platzieren wir jetzt hier auf der Drehscheibe. Du bist ein bisschen länger, das heißt, du solltest je nachdem vielleicht sogar das ganze Ding da ausfüllen. Ja, nicht ganz, aber plus minus. Mal ein bisschen fahren. Okay, und schon haben wir dich hier drauf. Sehr schön. Vielleicht noch mal ein bisschen zurück, man ist ja Perfektionist. So, noch mal ein bisschen. Ja, jetzt passt's. Gut. Das mit dem Perfektionisten war ein Scherz. So, hier haben wir noch ein Depot. Moment, ist das nicht ein Depot? Jetzt haben wir's. Muss man nur richtig klicken. Züge kaufen. Wieder Diesel. Wir können ja auch noch eine Dampflok raufstellen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich hätte gerne mal einen Amerikaner. Okay. Linie zuweisen. Fake. Okay. Und schon kommt er hier raus. Relativ schnell. Dann waren wir mal hier hin. Jetzt würde ich sagen, hier hätten wir dann doch gerne mal eben noch eine Dampflok. Was mir gerade einfällt, ist natürlich, wir werden jetzt ganz viele Meldungen bekommen, dann von wegen, dass Züge veraltet sind, weil die können wir hier nicht ersetzen. Die sind nie an einem Bahnhof, die werden nicht ersetzt. Das ist dann aber halt ganz einfach so, das können wir nicht ändern. Oh, Krokodil hätte ich natürlich auch gerne, die haben aber Strom. Das funktioniert leider nicht. Ich gucke mal beim Dampf selber, was wir hier alles an Lokomotiven haben. Relativ viele, viele und relativ viele schöne. Wir nehmen mal die. Kaufen. Okay, Linie zuweisen. Okay, und zack, stoppen. Ja, ein bisschen darfst du noch. Okay, noch ein bisschen. Das muss aber reichen. Dann ist er hier hinten relativ schön am Prellbock dran. Vielleicht ein bisschen noch. Bestens. Gut, die dampft natürlich. Wir hätten hier auch Fake-Lokomotiven. Kann man schnell gucken. Sollen wir hier mal noch ein, zwei Wagen draufstellen? Macht das Sinn? Sind, ja, bei so einem Ringlokschuppen hat man da irgendwie auch einen Wagen. Wisst ihr was, wir machen das einfach mal. Ich muss nur das Depot mal noch erwischen. Jetzt habe ich es erwischt. Weil wir können natürlich hier diese Lokomotive noch nehmen. Und dazu nehmen wir zwei Güterwagen oder drei. Nehmen wir die, die haben sicher eine Textur. Ich weiß gar nicht, ob das vom Platz her reicht. Wir machen mal nur zwei, weil die Lokomotive ist zwar durchsichtig, aber benötigt natürlich trotzdem ein bisschen Platz.
Halt, dich brauche ich wieder. Wir müssen dich stoppen. Ja, das hätte sogar mit 3 Wagen geklappt. Aber hätte. Muss ja nicht. Jetzt würde ich aber nicht auf jedes Gleis einen Zug stellen. Das gibt A, zu viel Arbeit für ein Let's Play. Das kann man machen, wenn man das privat spielt. Da macht das nämlich einen Heiden Spaß, muss ich zugeben. Aber es ist dann irgendwann zu viel, wenn man das als Let's Play macht, finde ich. Was nehmen wir denn hier noch? 1, 2 Lokomotiven kommen natürlich definitiv noch dazu. So ein Stadler Butler Diesel brauchen wir definitiv auch noch. Wo bist du? Hier hinten, Linie zuweisen. Okay, und dann hier stoppen. Da kommt er raus. Ja, der passt perfekt hier hin. Dann müssen wir nicht mal stoppen, weil der kommt hier natürlich nicht weiter, weil er kein Gleis hat. Finde ich genial gelöst hier mit diesem Ringlokschuppen, dass man hier eben trotzdem Züge bzw. Lokomotiven raufstellen kann. Nochmal eine Dampflok, irgendwie eine, vielleicht eine kleinere, dass es nochmal ein bisschen dampft. Ich mag es, wenn es dampft. immer die Qual der Wahl. Nehmen wir doch die hier mal. Zack, okay, Linie zuweisen. Sehr schön. Hier können wir zumachen. Hier kommt die Dampflok. Ach, die kommt nicht weiter raus. Das ist natürlich... Ach, das ist das falsche Gleis. Ne, wisst ihr was? Das können wir eigentlich gleich wieder ändern. Weil das ist natürlich das Gleis, das schon belegt ist. Da kann der Zug gar nicht raus. Das bringt natürlich gar nichts. Gut, du müsstest wieder ins Depot. Drehen. Okay, dann ist er wieder weg. Und wir nehmen hier ein anderes Gleis. Wir können nämlich das hier nehmen. Züge kaufen. So. Dampf. Mal gucken, welche war es. Ist eigentlich nicht so wichtig. Nehmen wir die. Kaufen, zuweisen. Und jetzt kommt die Lokomotive nämlich auch wieder raus. So wie sich das gehört. So. Noch ein bisschen. Ah. Sie kommt nicht ganz raus. Da kann ich leider nichts beeinflussen. Das geht nicht. Aber das heißt natürlich auch, dass wir ein bisschen aufpassen müssen. Wir dürfen nicht die längsten Lokomotiven nehmen, die wir haben. Züge kaufen. Jetzt hier auf dem Gleis könnte man eigentlich wieder was Längeres nehmen. Was haben wir denn noch Längeres? Mal hier mal gucken. Hier haben wir nochmal so einen Amerikaner. Ja, ich hätte natürlich auch gerne irgendwie mal sowas noch. Sieht auch sehr nett aus. Vielleicht in Doppeltraktion. Testen wir mal. Müsste eigentlich vom Platz erreichen, hier auf dem Gleis. Mal gucken. Ja, ja, da passen 2 Lokomotiven hin. Sehr schön. Beide, ja, sehr schön zu sehen. Ach, das sieht doch nett aus. Gefällt mir gut. Mir fehlt hier noch ein bisschen was. In diesem Bereich müssten wir auch noch was haben. Und jetzt hätte ich gerne hier noch eine letzte Lokomotive. Nochmal. Gucken. Diesel, Diesel, Diesel. Ich hätte gerne... Genau, die kleine fehlen mir noch. Also diese Rangierlokomotiven. Irgendwas so in der Richtung. Da. Die Baureihe 212. Die gehört hier irgendwie auch hin. Kaufen wir. Linie zuweisen. Fickzüge. Und herzlich willkommen. Hier können wir schließen. Und hier müssen wir... Ne, stoppen müssen wir gar nicht. Weil sie können ja eben gar nicht weiter raus. Ja, ist auch fast zu knapp. Man sieht schon, man hat hier halt einfach den Platz dann nicht. Gut. Ich würde sagen, Ringlokschuppen Stuttgart Ahoi. Wir werden nachher mal kurz gucken, wenn hier ein Zug langkommt, wie das wirkt. Wie sieht das aus, wenn man da hier lang düst? Düst hier gerade jemand lang? Nein, das ist der Girono, der geht da lang. Der geht hier zwischen... Oh, guck mal, Moment. Da steigen wir doch mal ganz kurz ein. Ach, das ist die falsche Richtung, Kollege. Wir müssten hier lang. Naja, irgendwann wird einer kommen, dann werden wir kurz einsteigen, ganz klar. Jetzt, was fehlt hier noch? Hier fehlt noch ein Gebäude. Irgendwas Bahnhofiges. Was haben wir hier für ein Problem? Kein Weg. Okay, wenn ich dich anhalte, dann müsste die Meldung weg sein. Jawohl, okay. Da muss man die eben doch anhalten, damit man eben einfach die Fehlermeldung weg hat. In Ordnung. Ah, oh, schön hier. Cool. Was hat der für ein Problem? Kein Weg. Zack, auch weg. Und schon haben wir keine Probleme mehr. So einfach geht das bei dem Spiel. Gut, hier wollten wir aber auch eigentlich noch einen Zug haben. Wisst ihr was, den müssen wir noch machen, bevor wir hier irgendwas an der Landschaft verändern. Weil das gibt einen größeren Zug. Und hier können wir eigentlich auch was Elektrisches nehmen. Doch, Oberleitung haben wir. Oh, Krokodile, ganz klar. Krokodil. Und dazu irgendwas Güteriges. Warum nicht ein paar Kesselwagen? Dann macht das auch Sinn mit den Teilen hier. Zack, 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 zack. Zack, zack. Wie lang bist du?
139 Meter, da passt nochmal so ein Teil hin. Okay, und jetzt müssen wir gucken, was ist das für eine Linie, die hier lang fährt. Weil wir müssen den natürlich da rauf kriegen, beziehungsweise hier rauf. Auf die Linie müsst ihr kommen. Direkt Stuttgart-Oberböser. Ich mache mal kurz Pause, ich möchte hier noch kurz einsteigen. Direkt Stuttgart-Oberböser wäre die hier und das scheint auch zu klappen. Das Problem ist nur jetzt, nee, ich kann nicht einsteigen. Wir müssen den hier stoppen. Da wird dir demnächst wahrscheinlich wieder einer kommen, würde ich mal hoffen. So, wie siehst du aus, mein cooler kleiner Güterzug, wenn wir hier lang düsen? Ja, mehr als nur nett. Ist halt ein Krokodil. Da kann man eigentlich fast nie was falsch machen. So, stoppen müssen wir dich noch. Mal gucken, hinten kommen noch Wagen. Das heißt, wir können dich getrost noch ein bisschen fahren lassen. Vorne haben wir, glaube ich, genug Platz. Das müsste der letzte Wagen sein dort. Anhalten. Okay, gut, dann haben wir den auch. Jetzt haben wir hier auch noch einen. Ja, kommt, wir machen hier auch noch mal einen Zug. Das macht irgendwie völlig Spaß. Es ist halt ein bisschen wie Rangieren. Deswegen mag ich das, glaube ich, auch so sehr. Irgendeine Cargo-Lok, die erste, die uns hier in irgendeiner Form anspringt. Da springt gerade keiner. Na, doch, hier, Cargo gekauft. Güter. Jetzt will ich aber nicht Kesselwagen nehmen, sondern wir nehmen hier so diese normalen Güterwagen, die wir hier noch haben. Länge 146, da passt nochmal so ein Teil hier hin. Okay, Linie zuweisen wäre eigentlich dieselbe, nämlich die hier. Und dann kommt er hier auch schon daher. Cool, nimmst du dieses Gleis oder dieses? Aha, du fährst hier lang, das ist natürlich auch in Ordnung. Jetzt haben wir hier aber wieder ein Problem. Kein Weg, okay, anhalten. Warum kam das vorher nicht? Das ist irgendwie auch interessant. Cool, gefällt mir. Mir gefällt diese Gegend immer besser. Ich finde den Bahnhof von Stuttgart so oder so sehr cool. Oh, da ist wieder einer. Ah, wir müssen ein Momentchen Geduld haben. Wir werden jetzt hier noch ein paar Häuser hinstellen. Halt, nicht Gas geben, sondern anhalten. Sehr nett. Jetzt können wir nochmal gucken. Ja, mit dem Krokodil da hinten und hier mit dem. Sehr nett. Die Straßen, die fehlen aber eben auch noch. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo wir hier noch groß eine Straße machen können. Vielleicht hier rüber. Wir können ja mal gucken. Wir müssen ja nicht so eine Breite nehmen. Wir haben hier doch diese ganz dünnen. Ja, so dünn ist das Teil nicht. Okay. Ja, da haben wir halt Weichen. Deswegen kommen wir da nicht rüber. Wie sieht es denn hier aus? Funktioniert irgendwie auch nicht wirklich. Wenn wir es hier testen. Geht auch nicht. Eine Brücke möchte ich nicht. Ich möchte tatsächlich irgendwie einfach eine Straße haben, die hier lang geht. Hier drin wird es passen. Hier muss man da irgendwie rüberkommen. Na? Jetzt. Okay, gekauft. Ich hoffe, wir kriegen hier die Kurve noch hin. Jawohl, die kriegen wir hin. Und dann hier nach vorne. Ein bisschen geschwungen. Das darf auch sein. Und hier ist Feierabend. So, das ist mehr so ein Werksdingens. Okay, aber das hier passt natürlich gar nicht. Ist ja okay ohne Schranke, würde ich mal sagen. Aber es müsste irgendwie passen. Das passt. Okay, dann können wir hier raus. Hat zwar auch eine Schranke, ist aber auch in Ordnung. Er wird sowieso nie einen Zug durchfahren. So, und jetzt die Straße. Irgendwie, sagen wir mal, hier hin oder vielleicht sogar hier hin. Daran. Das ist doch relativ cool. Hier gerne noch eine quer. Bis zum Gleis hin. Okay, das passt. Das macht so viel aus, finde ich. Wenn hier eine Straße ist, das sieht gleich einmal wieder ganz anders aus. Gut, das hätten wir. Vielleicht hier noch zu diesem Teil eine Straße. So, eine Kurve. Mal gucken, ob wir hier reinkommen. Ne, das hatten wir ja schon. Das funktioniert ja eben leider nicht. Das ist aber egal, weil dann machen wir das einfach hier noch lang. So, dann da rein. Okay, relativ sinnfrei das Ganze, weil man kommt nirgends auf die Straße rauf. Aber kann ja sein, dass die hier irgendwie mit dem Gabelstapler oder so mal raus müssen. Und nach hier hinten. Das kann ja alles sein. Und hier kann man ja auch fahren. Ist ja Asphalt. Also so ist es auch nicht. Gut, ich würde sagen, was wir jetzt noch machen, ist, wir schnappen uns hier noch ein paar Bäume und lockern hier das Geschehen noch ein bisschen auf. Das sind wieder die verschiedenen. Genau, genau, die wollte ich. Sind das tatsächlich verschiedene? Doch. Moment. Jetzt werden es verschiedene. Man muss noch das richtige Teil erwischen. Dann wird natürlich auch die Bodentextur wieder verändert. Wenn man das nicht möchte, es gibt irgendwie eine Mod, wo man das, glaube ich, wieder rückgängig machen kann. Weil es kann ja sein, dass wir jetzt hier lieber eben den Beton hätten. Und das wird halt verändert durch die Bäume.
Finde ich aber nicht so dramatisch. Also, mein, stehen Bäume da, dann kann es ja auch sein, dass es darunter dann eben ein bisschen grüner ist. Was jetzt noch fehlt, was wir noch nicht gemacht haben. Ich weiß, ich möchte mit dem Zug ja noch mitfahren. Werden wir gleich in Angriff nehmen. Sobald einer kommt, zur Not warten wir kurz. So, ein paar LKWs könnte man natürlich auch noch hinstellen. Ihr seht schon, oh, jetzt kommt von da einer. Wir brauchen, ja, im Prinzip hätten wir den gebraucht. Das wäre cool gewesen, aber wir werden gleich einen erwischen. Ja, man kann ja natürlich Stunden damit verbringen, hier irgendwas hinzustellen. Das ist ganz klar. Da gehören dann die LKWs eben mit dazu. Würde sicher auch noch gut aussehen. Aber jetzt schaut mal, jetzt sieht das Ganze so aus. Das sieht doch ganz anders aus wie vorher, als hier einfach dieses Grün war. Wir haben richtig schön, ja, im Prinzip, ja, fast schon Güterbahnhof komplex gemacht. Und jetzt haben wir hier einen, der langfährt. Wir steigen ein und gucken mal. Ist das der Weg, den ich wollte? Eigentlich wollte ich, glaube ich, oben über die Brücke. Aber das ist ja auch in Ordnung. Wir gucken uns das mal schnell an. Ich sehe, wir sind völlig über jede Zeit mit dem Basteln. Ich könnte das machen. Irgendwann macht es Ding-Dong und ich bin 90. Und ich bin immer noch am Basteln. Wahrscheinlich am Zittern, aber immer noch am Basteln. Ich möchte jetzt hier noch kurz sehen, wie das aussieht. Hier muss doch irgendwo noch ein Zug kommen. Hier, die Strecke wollte ich. Wenn man hier guckt, ne, doch da hinten. Da steigen wir jetzt noch kurz ein, weil der fährt hier rüber, sobald er fahren kann. Und ist ja auch schön, mal wieder hier in Stuttgart aus dem Bahnhof rausfahren. Das machen wir ja auch nicht jeden Tag. Hier parallel mit dem Ciruno rechts kommt gerade der Glacier-Express noch an. Die Einheitswagen links und der Alex ganz links. Sehr nett. Und der ICE von vorn. Wunderbar. So, und wie sieht das jetzt aus, wenn man hier lang düst? Jetzt bin ich gespannt. Hallo Ciruno. Ja, das Stellwerk. Nein, ich werde jetzt das mit dem Kopfdrehen nicht mehr erwähnen, weil es geht halt nun mal im Moment zumindest nicht. Ja, sieht sicher viel, viel besser aus wie vorher. Das würde ich sagen, das steht mal fest. Weil, ja, das ist einfach belebter. Das ist viel mehr Modelleisenbahn wie vorher. Und von daher gefällt mir das eh schon sehr gut. Jetzt mal gucken, wenn wir hier noch die Kurve machen. Aber noch mal kurz etwas sehen vom Ringlokschuppen. Ich glaube nicht, der Winkel ist nicht ideal. Ja. Ja. Eher nein. Aber guck mal, die Container sieht man wenigstens noch. Ja, ich denke, wenn man jetzt hier nach Stuttgart reinfährt, wir fahren ja jetzt raus, dann ist das noch mal ein anderes Feeling wie vorher, weil Stuttgart sozusagen viel früher anfängt. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn man sich hier so runter begibt und hier so daherkommt, dann fängt Stuttgart jetzt schon hier an, während vorher Stuttgart irgendwo natürlich erst beim Bahnhof selber angefangen hat. Und hier sind wir auch noch nicht fertig, das habe ich gesagt. Hier kommen noch ein paar Gebäude hin, vielleicht auch noch ein, zwei Bäume. Das werden wir dann gucken. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. War eine eher bastelige Folge. Und was ich jetzt natürlich immer noch nicht gemacht habe, das sind die Häuser gezeigt. Die frei platzierbaren, kurz haben wir sie gesehen. Ich verspreche euch, das machen wir morgen in der morgigen Folge. Danke fürs Zusehen. Wie ist hoffentlich moin. Macht's gut. Tschüss.